C. Noch ein C. Was bist du denn hier? Oh. Hör auf zu schreien, Mann. Ach, schlimm, oder? So, hier sind wieder Aloe-Samen drin. Ja, sehr schön. Ja, wo ist er denn? Ja, wo laufen Sie denn hin? Ja, wo ist er denn? Warum wird es schon wieder so dunkel? Kann einer hier mal Licht anmachen? Das ist furchtbar. Ja, wo ist er denn? Ich hab ihn doch schon längst. So. Ach so, na denn. Wenn man bei mir. Wir hatten doch irgendwo. Ich hab da noch zwischen den Hütten mal noch zwei Trockengestelle, aber da fehlt jetzt noch ein Sticky Stickmann. Ich gehe morgen, wenn es hell ist, wieder welche sammeln, aber jetzt habe ich mir erstmal welche aus dem Korb geholt. Ja, klar. Hier zwischen den Hütten sind nochmal zwei Trockengestelle. Ah, sehr gut. Wo denn? Wir müssen echt mehr aufhängen. Das ist wirklich. Wir müssen mehr aufstellen. Bei den Hütten überall. Ja, ja, das stimmt. Überall, gell? Ja, ja. Wo hast du die gerade hin, Andrea? Da. Da zwischen den Hütten ist da noch. Ich kann ja hier auch nochmal eins hinstellen zur Not. Überall, wo noch Platz ist. Hier, guck mal, beim Jan vielleicht hinter den. Ach nee, das steht auch schon. Was, das ist ein Freiburg. Aber hier können wir nochmal. Guck mal, hier stelle ich bei mir nochmal eins hin. So. Jetzt habe ich natürlich wieder keine Sticks mehr. Ich mach. Okay. Ach ja, ich will das so. Siehste. So. Wie sieht das aus mit dem Nächtigen? Können wir oder können bestimmt wir nicht? Bestimmt können wir gleich. Bestimmt. Ich bin mir eigentlich fast sicher. Wenn solange es regnet, trinkt mal die Schildkröten leer. Ja, gleich in 2 Minuten. Ich bin hier jetzt in einem Dorf, aber gleichzeitig Standbild. Oh. Wieso bist du denn so weit weg, Ehemann? In einem Dorf? Er ist da in diesem kleinen, wo wir gerade langgelaufen waren, wahrscheinlich. Aber ja. Er ist doch hier zu Hause. Ja, nicht wirklich. Also, beziehungsweise, wie man es nimmt. Also, ich werde das wohl ab... Du stehst hier. Also hier, neben mir stehst vor du. Vor mir, ja. Und du hast gerade nur irgendwie Probleme. Also, du stehst direkt vor mir. Ja, vor mir auch. Ja. Du guckst in den Himmel, aber sonst ist alles gut. Und du hast deine Einstellung, also so ein Einstellungsrädchen vor deinem Namen. Ja, genau. Ja. Also ich habe jetzt das The Forest komplett abgeschossen. Oh mein Gott. Ja. So, ich habe jetzt mal gespeichert. Und ja. Genau. Gut, speichern gut, wäre, glaube ich, eine gute Idee. Das wäre echt eine gute Idee. Wo komme ich denn jetzt eigentlich? Ach ja, das stimmt. Wir haben ja im Dorf gespeichert schon einmal, ne? Stimmt. Ja. Ja. Aber wir können schlafen. Nein, noch nicht ganz. Noch nicht ganz. Zett ist noch nicht aber da. Fast. Andrina, ich schlafe heute in mein Bett. Yay. Ich schlafe heute in mein Bett. Ja, schön. Einmal speichern. Ist es denn schon soweit? Gute Idee. Ah ja, ich gehe mal rein, weil ich friere. Ich zitter. Ja, ja, ich zitter auch. Aber richtig dolle, gell? Ich gehe in mein Bettchen. Jetzt, Zett. Huch, Zett. Oh, Ehemann, du bist drinnen noch. Yep. Ja, nicht wirklich. Was soll ich machen? Ich kann den ganzen Client abschießen. Ich doch. Ach, scheiße, ja, aber auf unserem Server bist du drin, ne? Zwei schlafen noch nicht. Bei mir. Okay, jetzt. Ich friere und krieg gleich Schaden. Ich krieg Schaden. Ich krieg auch Schaden. Ja, aber es nützt nichts, wenn Olli nicht runter ist, können wir noch so lange stehen. Dann lass uns ans Lagerfeuer. Ans Lagerfeuer. Ans Lagerfeuer. Okay. Oh, ja, solange Olli jetzt da in die Luft guckt, Hans Kuck in die Luft macht, müssen wir uns leider hier am Lagerfeuer ein bisschen wärmen. Mhm. Bitte nicht in das Lagerfeuer, meine Lieben. Bitte nicht in das Lagerfeuer. Ja, ich komme jetzt nicht rein. Wahrscheinlich, weil ich schon drin bin. Also ja, er genau. Sagt jetzt incorrect Passwort, aber ich denke... Naja, gut, sagen wir mal so. Es ist ja fast 10 Uhr, also könnte man ja... Also Miki hat geschrieben, ihr braucht noch einen höher gelegten Wehrgang oder ein paar Bogenschützentürme. Das ist kein Anstechen, das ist liebevoll Necken. Ach, wo er die beiden Wildschweine hatte. Nee, die beiden Rehe. JJ hat das Kochdeo, der riecht bestimmt immer nach lecker Essen. Das ist das. Deswegen kommen die hier dauernd an. Jetzt kommen wir erstmal dahinter. Was liegt denn da für eine Klamotte auf dem Boden? Ja, was? Ich weiß nicht. Neben mir liegt irgendwelche Klamotten. Da hat jemand Klamotten dann hingeschmissen, wa?
Ich werde mal meine Farbe meines Bettes ändern. Kann man ich das? Werde die mal, mal ja. die Farbe meines Bettes ändern. Ich werde jetzt mal ein Stück abgehangenes Fleisch essen. Huch. Ja. Was ist das hier? Getrockneter Fisch essbar. Essen. Okay. Ja, aber schnell. Happy, happy. Ich so. Komme nicht mehr rein, weil ich da wohl drin bin. Also ja, du stehst hier noch. Sollen wir dich töten? Ja, es bringt ja auch nichts. Lass, ich bleib jetzt draußen. Aber wir können nicht schlafen gehen. Ja, das ist blöd. Das ist unser Problem, ja, Ehemann. Normalerweise... Ah, nee, dann lassen wir das sein. Mhm. Dann müssen wir das jetzt so machen. Ja. Speichern. Hm. Ich speichere auch lieber nochmal. Bist du mit dem Admin-Passwort drin? Ja. Kannst du da auf dieses Zahnrädchen über meinem Kopf vielleicht klicken und mich... Nee. Nee, kann ich nicht. Abgespeichert. Gibt es Refill? Eidechse, Eidechse, Eidechse. Kann ein Wildschwein hängen. Oh, Wildschwein. Wenig Kuh. Hat noch jemand Hase? Jetzt ist er weg. Oh. Jetzt ist er weg? Jetzt ist er weg. Okay. Dann können wir jetzt schlafen gehen, schnell! Ja, schnell. Egal in welche Hütte, ich gehe jetzt hier, wer, wem auch immer die gehört. Ja, rein. Sechs, rein. Genau, ja, er ist weg. Hat noch jemand Hase? Ja. Leider nicht. Nein. So, und jetzt gleich speichern. Mhm. So, Ehemann, jetzt kannst du die letzten 10 Minuten noch reinkommen. Jetzt muss ich schon wieder so ein abgehangenes Tier essen. Nee, ich werde mich jetzt gesund ernähren. Ich werde jetzt Blaubärchen essen. Möhrchen leider nicht. Blaubeeren, gell? Möhrchen. Du Möhren. Ich bin ja kein Hase. Aber die blauen Büsche sind die Bärenbüsche sind ja hier genial, ne? Das ist richtig cool, gell? Ja. Ja, vor allen Dingen wachsen. Oh, hier ist eine Ringelblume und eine Aloe und eine Aloe. Sehr schön. Und? Nee, haben sich noch nicht wieder vermehrt. Können wir mal warten. Ja, bei dem Krach hier im Lager ist das ja auch kein Wunder, ne? Wo ist der andere Hasenkorb? Wo ist denn der andere Hasenkorb? Hier dazwischen, also hier direkt daneben. Server schmeißt ihn auch so gleich runter, wegen inaktiv. Naja, nicht wirklich. Vorhin, wo wir Pause gemacht haben, wurden wir ja auch nicht runtergeschmissen, ne? Hm. Also ich bin jetzt wieder da. Bin ja. Auch sehr schön. Im Lager, ne? Ja, ja. Ah. Komisch, also. Ja, du warst in einem anderen Dorf? Irgendwie? Ja, das ist ein Artefakt gewesen, im Grunde genommen, was ich da gesehen habe. Also, das war irrelevant. Also, merkwürdig. Aber ich meine, wir haben ja heute richtig gut was. Ja, toll, da war ein Hase, da. Ja, das finde ich auch. Ja, oh. Den wollte ich auch nur. Richtig toll, finde ich. Hm. Mach mal das Feuerzeug aus, Mann. Weil die mit dem Feuerzeug dastehen, ehrlich. Ich hab die Axt in der Hand. Ich hab Pfeil und Bogen. Also in diese Falle geht auch nichts rein, ne? Irgendwie. Ja. Nee. Also auch keine Tiere. Wir haben alle Tiere hier vernichtet. Hier kommen keine Tiere mehr. Ja, ich glaube, das war zu viel. Ich war nicht. Ich nehme mal zu meinen 900 Harz, nehme ich mal noch 20.000 dazu. Ja, mach. Kann ja nie Schaden antreten. Wer weiß, wozu es gut ist, ne? Richtig, genau, so sieht's aus. Das ist ein Pilz. Ich denke, das ist ein Fisch. Da rennt eine Echse. Also so schnell wie dieses Dschungelgeräusch bei den Bäumen kam, so schnell war es auch wieder weg, ne? Hm. Ja. Also besonders viele Freunde sehe ich hier jetzt aber auch nicht, ne? Ja, ja, die kommen noch, warte nur. Immer wenn du das sagst, waren sie ja dann meistens... Ja, ich sehe sie gerade Richtung Schneegebiet hochrennen. Dann werden sie ja bald hier sein. Mhm. Das, ja, aber sie laufen von uns aus Kerzen gerade berghoch eigentlich. Ich sehe sie nicht. Nee, nicht in deine Richtung, von uns aus. Okay. Vom Dorf aus. Ah, da. Ich war doch gerade von der Echse, wo ist denn die hin? Luschi. Ja, aber Echsenhaut haben wir ja mehr als genug, ne? Ja. Ja, wie wär's mal mit ein paar Hasen? Ja, Hase ist hier nicht, aber Luschi.
gerade. Ja, ich glaube, ja, aber die Lurchhaut brauchen wir ja auch für Rüstung. Mhm. Also die ist ja im Zweifelsfall immer gut zu brauchen. Ja, aber also, wir haben da 10 Ständer mit Lurchhaut. Ja, die ja, werden aber, wir, wenn wir ja mal erstmal ordentlich, wenn wir jetzt ein bisschen Knochenrüstung machen und das nochmal mit der Lurchhaut aufwerten, dann haben wir ja auch erstmal wieder eine ganz... Nee, du kannst das eine oder das andere. Kannst du das eine oder das andere machen. Oder das andere machen. Mhm. Du kannst nicht beides. Ja, naja, aber die kann man ja auch gut essen, die Lurche. Das ist ja, ich jag den eigentlich jetzt, weil man kann die ja, man kann ja von jeder Sorte, wenn man in die Höhle geht, mehr mitnehmen. Hm, kann von jeder Sorte ein bisschen Rüstung dabei haben, gell? Nee, ich meinte jetzt zum Essen, wenn wir in die Höhlen gehen. Ach so. Ich hab ja dreimal Lurch, dreimal Fleisch und dreimal ja Fisch und drei Hasen. Also. Genau. Das ist ja nicht schlecht. Hm. Hier waren doch, glaube ich, auch Rehe, oder? Hier hatten wir doch mal einen Reh gesehen. Oh, ich höre was. Pilze? Ja, hier rennt einer rum. Hier rennt viele rum. Ah, Hilfe! Scheiße. Was habe ich denn da gerade getötet? Oh, ich habe gedacht, das ist ein Hase. Nee, das war so ein kleines Eichhörnchen. Ach Gott im Himmel. Ach, Menno. Da ist ein Reh, aber das kriege ich ja leider nicht mit einem Schuss, ne? Nee. Jetzt ist es weg. Das ist dieses Glitchy-Reh, das war schon das eine Mal. Ich probiere es. Hallo? Was soll das? Ich hätte keinen Hase. Hm. Ah, hier. Ah, die Knopfe. Hasse. Hey, es klickt dich endlich hin. Dankeschön. Na, Schätzchen. Schätzchen bitte nicht. Ich kann aber hier mal noch ein paar Fische mitnehmen. Eins. Hab ich gerade auch gesucht, aber hier war es. Manu, ich bin hier unten an dem großen See. Ah. Das sind Fische? Ja. Ihr wart dann noch online bzw. Server erhielt Nachricht von euren Rechnern, dass ihr nie und nichts macht. Ah, okay. Ah, also ich habe drei Stück. Ja. Kannst du mich sehen, Manu? Ja. Erstmal dann eben den Lurch aufhängen hier. Ach so, ja, ja. Ich glaube, der See ist leer gesprengt, oder? Ja, ich glaube, da tut sich nichts mehr. Also. Ja, ich würde sagen, Manu hat den kleinen See hier. Wenn es der war, hat er leer gesprengt. Nee. Der war vorher schon leer gefischt. Da war gerade mal ein Fisch drin. Aber irgendwie ist das schon ein bisschen buggy. Weil ich habe die Fische gerade gefangen. Da steht dran essbar. Gerade eben. Echt? Ja. Ja, das ist eigentlich schon. Ja, essbar heißt nicht verdorben. Da darf man ja, aber die sind, müssen ja frisch sein. Die habe ich ja gerade eben gefangen. Ja, aber da drüber steht dann vertrocknet oder so. Ja, oder das wo? Musst du denn, dann musst du sehen, ob das vertrocknet oder frisch ist. Ja. Essbar sind sie immer. Also, als sei denn, sie sind verdorben. Roher Fisch, essbar. Roher ja. Fisch, siehst du? Ja. Also ist noch nicht, getrocknet. Denk den jetzt gleich auf, weil sonst vergammelt der mir in der Tasche. Ich finde da das teilweise sehr schnell. Da ist einer, ja. Manu, hast du ja. Ich komme auf. Hat sich eben so richtig schnorchelig angehört. So. Okay. Ach, wie schön das auch so aussieht, ne? Wenn man so gelaufen kommt. Ja. Hübsch, hübsch, hübsch. Ja, ein paar Blätter wieder. Braucht man immer, gell? Ja, kann man nicht mitfahren. Da kommt gleich der nächste, pass auf. Der nächste, was? Kriegen wir schon wieder Besuch? Wir haben jede Menge Besuch, ihr geht ja spazieren. Wir sind laufend am
Oh, guck mal, Manu. Wieder was. Du heiliges Kanonenröhrchen. Ich habe was an Rüstung? Nee, ich habe natürlich gar nichts an, aber... Na, ich wollte gerade sagen, ohne Rüstung. Ja, wir schaffen das auch ohne Rüstung. Wir heilen uns wieder hoch. Zu zweit ist doch wohl, eine Frechheit. Hier ist Action. Das ist ja ganz wunderbar. Oh, ja. Ich bin tot. Moment. Wollte ich gerade heilen. Ich wach im Flugzeug auf. Wie bist du denn jetzt gestorben? Ja, durch die Teile. Durch die Teile. Aber bist du dann nicht... nein, aber normalerweise hast du doch... Bist du hier sein? Ja, ja, ich hatte den toten Kopf, aber... Hallo. Aua. Da ich nicht gerettet wurde, wahrscheinlich. Ich wollte dich aber du hast retten, gesagt, du bist tot und dann warst du auch schon weg. Ich bin ja zu dir gelaufen. Ja, ich habe nichts gemacht. Ich habe die Tastatur nicht betätigt. Ganz merkwürdig. So, dann werde ich mich mal auf den Weg nach Hause machen, wa? Wo bist du? Soll dir jemand Flugzeug. Mal. Ich komm. Hast du alle deine Sachen? Nö. Ja, ihr Rucksack liegt ja jetzt hier. Ja, den hole ich jetzt. Ich komme ja schon. Ja. Aber wollt ihr jemand entgegenkommen? So weit ist der Weg ja nicht. Hier ist reichlich Action noch wieder. Leute, kommt her. Ja, ich bin ja schon. Oder wir machen zu. Zu. Muss man überlegen. Ich bin fast da, Manu, mach dir keine Sorgen. Ja, ich komme dir natürlich entgegen. Ich sehe deinen Namen. Lauf einfach am Strand entlang, ja? Ich muss erstmal auf die andere Seite jetzt. Siehst du mich? Guck mal, ja, ich sehe deinen Namen. Die stellt sich mittlerweile... Hinter das Tor, weil die genau wissen, dass man die da nicht treffen kann, ne? Wo ist denn hier Party? Ja. Hallo Michi. Am Tor, Jan. Hallo Michi. Warte mal, ich nehme mal meinen Pfeil. Ich hab hier Ruckelfest. Hallo. Guten Tag. Wieder da? Ja, Manu hat mich schon aufgelesen. Ach, sehr schön, sehr schön. Kann man sich eigentlich hier oben drauf stellen? Nee, ne? Ich habe leider meine Ausdauer so ein bisschen eingebüßt. Ja, das ist. Aber dein Die sind so schnell, noch, ja? Das ist der Wahnsinn. Nö. Mir reicht's. Wie nö? Nö. Finde deine Leiche. Ja, ich finde meine Leiche, wenn ich da bin, denke ich. Ja. Okay, weil ich sehe den toten Punkt. Doch, ich sehe ihn. Doch. Ja, sehr schön. Ich muss hier direkt. Vielen Dank für den Cent, lieber Micky. Lieber Micky. Nicht Micky, Michi. Ja, ich sehe meinen toten Kopf. Ja, sehr gut. Ich hoffe, der Besuch ist weg. Nö, hier ist noch. Die sind hier noch. Ja, ich bin ja direkt hinter dir. Ich passe dann auf, bis du den Rucksack hast. Dann. Meine ganzen schönen Sachen. Ja, eben, weil, ne, sonst. Haben wir dann nochmal eine Tour vor uns? Nee. Boah, schrei nicht so rum. Ich habe jetzt keine Zeit. Ich brauche meinen Rucksack. Oh, Labichina. Vorsicht, hinter dir. Da steht er ja, mein Rucksack. Ey. Ich habe wieder alles. Sehr gut. Boah, ja, gut. Und gleich hier wieder Freunde oder was? Geh doch weg, Mann. Auf zu schreien, ich habe jetzt keine Zeit hier. Boah, lass mich nochmal. Es reicht echt genug. Mal, wenn Manu wütend ist. Faxendicke, gell? Wenn Manu wütend ist. Eieiei. Du hast mich gerecht, oder? Ja. Guck mal, ach ja. Hier guck mal, wie die alle da die Leichen rein. Ich glaube, wir haben hier echt ein Leichenunternehmen. Wir könnten sowieso mal einen neuen Knochenkorb machen. Der andere ist fast voll. Herzlich willkommen zu Die Bestatter. Die Dschungelbestatter. Yeah. Ja, aber ehrlich mal. Puh, warte mal, ich guck mal nach dem Knochenkorb B. Wo muss ich da gucken? Bei Lager. Oh, jetzt hast du längeres Haar und Bart, Andrena. Ja, ich bin ja begeistert. Na, wunderschön.
Da, Knochenkorb. Längeres Haar und Bart. Ja, guck mal, wieder Besuch. Vor mir. Was, schon wieder? Ja. Längerem Haar und Bart. Wo stand sie vor mir? Geil. Immer. Ist dann sehr bedenklich. Haar und Bart. Wo stand sie vor mir? Also hier sind Knochen. Hier sind Knochen. Ich habe leider keine Stöcker mehr. Ja, ich komme. Ich habe... Ja, ja, sehr schön. Dann können wir da rein. Und schön dann mal die Knöchelchen reintun. Ja, genau. Und wir werden jetzt hier eine Knochenmanufaktur machen. Genau. Ist das der Knochenkorb? Nee, das ist Pfeil, oder? Nehmen den Knochenkorb. Hey, gut gemacht, wer auch immer da oben steht. Ich. Gut. Ich hab mir mal hier einen Turm hingestellt. Nee, dann hat man genommen oder reingelegt? Zehn legen rein. Wie der Engländer sagen würde, that looks good out. Vier Monate, Michi. Jawolla. Na. Vier Monate, vielen Dank für deinen Sub. Für dein Prime. Also die Knochen sind jetzt alle drin. Sehr schön. Guck mal, und dann können wir nämlich auch mal so machen, dass wir alle was haben. Ja. Was haltet ihr denn davon? Hier zu Hause sterben ist ja eigentlich nicht so schlimm. Ach, ich wollte ja nochmal speichern. Hast du da eine Plattform gebaut? Das ist die Pfeile gesammelt. Ich speichere nochmal, Liebe. Das kannst du gleich wieder haben, ja? Ja, ja. Du packst den Pfeilkorb. Ich habe mal eine Frage. Ich muss jetzt mal Fleisch aufhängen. Ja. Habt ihr schon mal einen Blick auf den Tacho geworfen? Es ist 10 Uhr. Ja, oh weia. Oh. Nach 10 sogar schon. Ups. Mir ist es nämlich auch gerade eingefallen. Wie Schuppen von der Augen. Wer läuft hier? Lavisina läuft auf dem. Und Lavisina und Jan sind gerade auf der Stelle gelaufen. Was? Ja, ich hatte wieder eben gerade so Tag nach Rhythmus. Oh, schau nochmal nach unseren Häschen. Denen geht's gut, ihr kleinen Zuckerchen. Doch. Ja, guck mal, hier sind noch ein paar, bestimmt gleich nochmal ein paar Knochen, die wir da reintun können. Gibt es irgendwo noch ein paar Ständer zum Fleisch hinhängen? Ja, hier hin. Ja, bei mir hinten müsste. Ah, da bist du schon bei. Ja, auch, guck mal, da ist auch schon Platz. So. Da ist auch noch Platz, genau. So, da noch ein paar Knöchelchen. Nochmal speichern, ne? Ja, ich habe eben schon einmal gespeichert. Mache ich gleich nochmal. Ja, lieber. Oh, guck mal, wie schön. Dann haben wir vielleicht, wenn wir das nächste Mal losgehen, alle ein bisschen Rüstung. Mhm. Na toll, der ist sehr ungünstig hier hingestellt. Der kommt mir ja gar nicht rum. Jan, ja? Hier zwischen den Hütten, wo bist du? Ja. Guck mal hier, da. Ja, da ich hab schon alle hingehangen. Hier ist noch ein ganzer leerer Ständer. Den habe ich schon gerade gefunden, an dem bin ich gerade hängen geblieben. Mhm. So, ich mache jetzt hier, ich wollte ja nochmal speichern gehen. Und dann können wir uns nochmal ans Feuerchen setzen. Mhm. Jede Speicherung ist Gold wert. Ja, hab ich auch. Friedhelm sagt, bei Samstagsshows wird meistens überzogen. Früher, aber so hab ich alle früher Bänke. War alles besser. Wer sitzt hier neben mir? Auf die andere Bank. Ich. Yeah, er scheint Frau Tipptupp. Wann kommst du mir? Was? Oder? Was? Ich sagte nicht ins Feuer. Ich glaube, wir sollten einen Sound umbauen. Schnell! Bitte, jemand! Ich drück! Danke! Sehr gerne. Was war denn das gerade? Ich habe in dir gestanden und konnte nichts machen. Aber ich habe sie gerettet. Gut. So, meine Lieben. Manu steht schon wieder, die kann schon wieder nicht sitzen. Das kriegt sie wieder nicht hin. Ja. Aber das haben wir ja schon immer so. Heute schaffe ich euch tatsächlich in einem Bild. Ich habe mich nämlich extra hier hingesetzt, weil die Bank weiter weg steht. Miri steht auch, die kann auch nicht sitzen. Nee, ich sitze mittlerweile. Ja. Also bei mir sitzen sie alle. Ist auch egal. Das war heute ein sehr, sehr schöner Stream, muss ich euch mal sagen. Ja. Mhm. Das hat mir heute richtig, richtig gut Spaß gemacht. Das war richtig toll. War toll, ja. Ja, doch. Also auch Anspannung und auch viel Neues und auch, Tod ist egal. Aber hat echt Spaß gemacht. Das ist das erste Mal, dass ich sage, es hat richtig Spaß gemacht. Also merkt es euch, streicht es im Kalender an.
Ja, 14. Juni. Genau. Wie geht's vorher? Und ja, bei den Zuschauern möchte ich mich auch bedanken. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Oh. Und ja, auf YouTube laufen die Streams auch nochmal klein gehackt, wer was verpasst hat. Eichelflamme ist auch wieder da. Einen wunderschönen guten Abend. Und pünktlich zum Streamende. ja, die Folgen, wie gesagt, kommen auf YouTube. Schaut sie euch an und wenn sie euch gefallen oder irgendwie, schreibt einen Kommentar drunter. Und vor allen Dingen, like die Videos, weil. Weil, warum? Wen frage ich denn mal von euch allen? Wer weiß es denn? Damit sie in der Popliste da oben steigen? Damit sie bei YouTube höher gerankt werden, genau. Damit noch viel, viel mehr Leute diese Videos sehen. Und deswegen ist jeder Daumen wichtig. Richtig. Welcher? Der Algorithmus-Daumen sozusagen. Der Algorithmus-Daumen. Der linke, der rechte, der große, der kleine. Alle. Hauptsache gedrückt. Nach oben gehen. Genau. Also am schönsten wäre natürlich nach oben, weil das ist natürlich ein Lob für mich oder für uns. Besser gesagt in diesem Falle. Aber wäre schon echt cool. Vielen, vielen Dank. So, jetzt. Wer kann gut lesen? Oh. Wie sie alle hier schreien. Mickey beginnt mit denn mal allen einen schönen Restabend, Nacht, erholt euch gut und habt einen schönen ruhigen Sonntag. Kommt alle gut in die neue Woche. Danke fürs Stream und Chat. Unsere Jana wünscht uns allen eine gute Nacht und schöne Träume mit vielen Herzen. Unsere Miri hat nochmal 100 Bits dagelassen. Vielen Dank dafür, liebe Miri. Das waren... jetzt hat sich Jana. Und Videos am besten teilen ist noch besser als liken und kommentieren. Ja, so weit will ich nicht. Ich habe mich heute mit dem Ehemann mal drüber unterhalten. Ich muss es eigentlich viel mehr sagen, dass ihr abonnieren sollt, dass ihr liken sollt und. Aber ich bin halt nicht der Typ dafür. Das fällt mir unheimlich schwer. Ja, solche Sachen. Ja, Glöckchen sowieso nicht. Aber ich bin nicht der Typ, der sagt, oh, ihr müsst es abonnieren und vergesst nicht die Glocke und kommentieren und die Daumen nach oben und genau erzählt so euren Freunden. Nein, das kann, das nimmt mir kein Schwein ab, ganz ehrlich. Ja, das nimmt ein mir Daumen keiner ab. Eine Textnachricht, ein Abo dalassen. Komm, ihr würdet euch umgucken, wenn ich jetzt damit anfangen würde. Und vielleicht mal das Glöckchen aktiviert, damit ihr auch über eine Nachricht dann bekommt, was Neues da kann. Super, Jan, ihr seid toll. unsere Gritschreit war super. Wünsche euch allen eine gute Nacht und einen schönen Sonntag. Ebenfalls dir, liebe Grit. Unser Friedhelm schreibt, eine gute Nacht und einen schönen Sonntag ohne Gewitter. Ja, das wünsche ich euch vor allem, weil Angst habe um eure Stromsachen, Router und was ich nicht alles schon gehört habe, was kaputt gegangen ist. Eichelflamme sagt auch, gute Nacht. Auch dir eine gute Nacht. Und unser Lavisinchen schreibt, gute Nacht allerseits mit Herzchen. Auch dir, liebes Lavisinchen. Gute Nacht und raus aus dem Inventar. Ich sehe, was du tust. Unser Catwiesel. Jetzt alles nix. Unser Catwiesel wünscht uns auch eine gute Nacht. Unser Catwiesel männlich, wohlgemerkt. Mhm. Und Micky, das zu sagen, obliegt ja auch jedem QVC-Olli. Ja, eigentlich. Ja, stimmt. Olli hat ja manchmal diese QVC-Sachen so, ne? Das stimmt. Ja, QVC, Shopping-Sender-Ehemann, Shopping-Sender. Was ist das? Miri schickt nochmal Herzen, genauso wie Jan. Nein. Aber das ist wirklich so mit diesen um Likes und so weiter betteln. Ich bin da nicht so gut drin. Das ist, klar ist es für mich wichtig und ich wünsche es mir, aber das zu sagen ist für mich schwierig. Siehst du, deswegen liked ihr bitte jetzt ohne aufgefordert. Okay. Wieder mal einen Daumen nach oben. Ich wünsche euch allen eine gute Nacht und süße Träume und einen wunderschönen Sonntag. Und dann einen schönen Montag, einen tollen Montag. Ich erwarte euch nämlich am Montag zu It Takes Two. Achso, ich dachte, wir sollen zum Grillen vorbeikommen. Wenn ich bis dahin von der drückenden Luft nicht erdrückt worden bin, nein. Ich wünsche euch allen eine gute Nacht. Wir sagen jetzt dem Chat tschüss, ciao und bye bye. Gute Nacht. Gute Nacht.